Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Einen volltrunkenen Mofa-Fahrer zog die Polizei am Dienstag gegen 21 Uhr aus dem Verkehr. Der alkoholisierte Mann war in Richtung Westerweihe unterwegs. Die Polizeibeamten fanden den buchstäblich sturzbetrunkenen 54-Jährigen, als er auf der Kreisstraße 3 lag. Der Mann pustete einen Wert von 1,77 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem erwartet ihn ein Strafverfahren. Wie viele es sind, das möchte die Stadt Uelzen zurzeit noch nicht verraten. Schließlich läuft das Bewerbungsverfahren für den Posten des ersten Stadtrats im Uelzener Rathaus noch. Nur so viel. Einige Bewerber haben bereits ihren Hut in den Ring geworfen, um ab 1. November die allgemeine Stellvertretung für Jürgen Marquardt zu übernehmen, der dann neuer Bürgermeister in Uelzen ist. Mehr steht morgen in der AZ. Der viel zitierte demografische Wandel stellt auch die Gesellschaft für Wohnungsbau im Landkreis Uelzen, kurz GWK, vor große Herausforderungen. Ein besonderer Dorn im Auge ist Roland Schack hier die Wohnungsbauförderung. Denn die, so sagt der GWK-Geschäftsführer, geht trotz der vielen positiven Ansätze mit Ausnahme von Wohnraum für alte Menschen und Menschen mit Behinderung an ländlichen Regionen vorbei. Wer mehr wissen will, liest morgen die AZ. Zum Schluss der Sendung wie immer ein Blick auf das Wetter. Bevor wir am Freitag eine atlantische Regenfront über uns ergehen lassen müssen, hält morgen das Nordmeerhochfrank noch dagegen, das sagt unser AZ-Wettermann Zaki. Nach Auflösung von Morgennebel erwartet uns in der Heideregion ein wahres Bilderbuchwetter. Die Höchstwerte betragen dann bis zu 24 Grad. Bei Tiefstwerten um 13 Grad bleibt es in der Nacht trocken. Das war AZTV für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder.